Die Ukraine befindet sich mitten in einem Verteidigungskrieg, einem Krieg um die Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass sich auch ihre Wirtschaft im Krieg befindet. Kritische Infrastrukturen werden zerstört, Millionen von Menschen verlassen das Land und das BIP sinkt um ein Drittel. Dennoch hält die Nation durch und kämpft für die Zukunft. Eine Zukunft, die besser ist als die Realität des heutigen Krieges, aber auch als die der Vorkriegszeit. Und vieles davon hängt von den Ukrainern selbst ab. Wir werden uns in diesem Video mit der aktuellen Lage der ukrainischen Wirtschaft und ihren langfristigen Aussichten befassen. Wie kann es um die finanzielle Gesundheit eines Landes bestellt sein, das auf seinem Territorium einen Verteidigungskrieg gegen das Land führt, dessen Wirtschaft im Jahr des Kriegsbeginns fast 10-mal größer war als die des überfallenen Landes? Das ist eine rhetorische Frage. In Momenten, in denen das Schicksal des Staates auf dem Spiel steht, wie es jetzt in Kiew der Fall ist, tritt die Wirtschaft jedoch in den Hintergrund. Dennoch bleibt sie die Grundlage für das Funktionieren des Staates. Denn wenn die Soldaten ihren Sold nicht erhalten, die Rentner ihre Rente nicht bekommen oder der öffentliche Sektor keine Zahlungen vom Staat erhält und seien sie auch noch so gering, kann sich die Frage stellen, lohnt sich das alles? Da die Mehrheit der Bevölkerung immer noch nicht direkt in den Krieg involviert ist, ist die Aufrechterhaltung einer funktionierenden Wirtschaft eine lebenswichtige Aufgabe für ein Land im Konflikt. Und es ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Verschiedenen Schätzungen zufolge ist das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine im vergangenen Jahr um rund 30% geschrumpft. Die Arbeitslosigkeit stieg um 20 Prozentpunkte, die Inflation lag fast bei 27%. Nach Angaben der Weltbank stieg der Anteil der Bevölkerung, der unterhalb der Armutsgrenze lebt, innerhalb eines Jahres von 18 auf 60%. Hinzu kommen die materiellen und infrastrukturellen Verluste. Diese werden auf 140 Milliarden US-Dollar geschätzt, während sich die Kosten für den Wiederaufbau nach Angaben der Weltbank auf schwindelerregende 410 Milliarden US-Dollar belaufen. Das ist das Doppelte des ukrainischen BIP vor dem Krieg. Der größte Verlust bleibt jedoch der Verlust von Menschen. Die Blüte der Nation, die überwiegend männlich ist, blutet an der Front. Millionen von Menschen flohen aus dem vom Krieg zerrütteten Land, sobald dieser ausbrach. Das ukrainische Wirtschaftsministerium schätzt, dass sich 6,2 Millionen der ukrainischen Bürger aus der Vorkriegszeit außerhalb der Landesgrenzen befinden. Nach Schätzungen des Wirtschaftsministers Serhii Machenko verliert die Ukraine allein dadurch rund 2 Milliarden Dollar pro Monat. Noch verheerender als die infrastrukturelle und wirtschaftliche Zerstörung ist der demografische Zusammenbruch des Landes. Vor der Invasion wurde die Bevölkerung der Ukraine auf rund 41 Millionen geschätzt. Heute, ohne die Migranten und die Menschen unter russischer Besatzung, liegt diese Zahl möglicherweise um 7 bis 13 Millionen niedriger. Die Demografin Ella Libanova schätzt die aktuelle Bevölkerungszahl der Ukraine auf 28 bis 34 Millionen. Wenn man bedenkt, dass die Ukraine 1991, zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der UdSSR, 51 Millionen Einwohner hatte, bedeutet dies, dass die Hälfte der Bevölkerung innerhalb von 30 Jahren verschwunden ist. Aber lassen wir den demografischen Aspekt für einen Moment beiseite. Wir werden nämlich später darauf zurückkommen. Und jetzt präsentiere ich euch kurz unseren Partner, der diesen Kanal hier unterstützt, XTB. XTB ist ein europäischer Online-Broker zum Handeln und Investieren und ist in Deutschland bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin, registriert. In fast 20 Jahren konnte der Broker das Vertrauen von über 720.000 Kunden gewinnen. Darüber hinaus wurde XTB mehrfach ausgezeichnet, unter anderem bei der Brokerwahl von BrokerTest als bester CFD-Broker 2023 oder von Investopedia als bester Broker für niedrige Kosten. Bei XTB handelst du echte Aktien und ETFs ohne Provision, erhältst kostenlose Bildung zum Thema Finanzen und hast Zugriff auf diverse Finanzprodukte. Wenn du dich über den Link in der Beschreibung bei XTB anmeldest, unterstützt du diesen Kanal. Wie hat es die Ukraine also geschafft, sich zu verteidigen? Und auch im wirtschaftlichen Bereich? Hätte die Ukraine diesen Krieg isoliert geführt, hätte sie ihn schon längst verloren. Aber so wie die Wirtschaft der Ukraine nur ein Zehntel der Wirtschaft der Russischen Föderation ausmacht, ist die Wirtschaft Russlands ein noch kleinerer Bruchteil, eher ein Zwanzigstel der Wirtschaftskraft der Länder, die auf die eine oder andere Weise ihre Unterstützung für die Ukraine erklärt haben und sie unterstützen. Es ist die externe Unterstützung, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, die Kiew am Leben erhält.
Auf der Grundlage des Ukraine Support Tracker des Kieler Instituts schätzt der Brügel-Bericht die Gesamtunterstützung für die Ukraine im Jahr 2022 auf fast 169 Milliarden Euro. Natürlich handelt es sich dabei um Zusagen, das heißt um Versprechen. Der tatsächlich bereitgestellte Betrag kann von den Zusagen abweichen, aber die Tatsache, dass wir über einen Betrag sprechen, der das derzeitige Gesamt-BIP der Ukraine übersteigt, spricht Bände. Streng genommen wird die Finanzhilfe in dieser Erklärung mit 84 Milliarden Euro beziffert. Vielen Wirtschaftsindikatoren zufolge ist die finanzielle Lage Kiews relativ gut, in einigen Bereichen sogar ausgezeichnet. Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank haben die Devisenreserven einen Höchststand von fast 39 Milliarden Dollar erreicht, den höchsten in der Geschichte. Dies trägt dazu bei, die Währung stabil zu halten. Nach einem Einbruch im Jahr 2022 wird für 2023 eine Stabilisierung des Wirtschaftswachstums erwartet. Schätzungen gehen von einem minimalen Rückgang von -1% und sogar von einem Wachstum von +3% im Vergleich zum Vorjahr aus. Im Vergleich dazu prognostiziert der IWF, dass die russische Wirtschaft im selben Zeitraum nominal um die gesamte ukrainische Wirtschaft, das heißt um etwa 160 Milliarden US-Dollar, schrumpfen wird. Die Hilfe von außen ermöglicht es Kiew, den Kampf fortzusetzen und den Anschein von Normalität zu wahren. Außerdem ist die Einschätzung der Lage der ukrainischen Wirtschaft durch verschiedene anerkannte Akteure angesichts der Umstände anständig. Die Europäische Kommission erkennt an, dass die ukrainische Wirtschaft trotz eines Rückgangs von fast 30% im Jahr 2022 eine, Zitat, bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt hat. Der Internationale Währungsfonds verwendet eine ähnliche Formulierung, um die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Wirtschaft anzuerkennen, während er seine BIP-Wachstumsprognose für 2023 von -1% auf 3% anhebt. Und nun noch ein paar zusammenfassende Worte aus dem vorher erwähnten Bruegel-Bericht. Zitat: In den ersten Monaten des Krieges war die Ukraine hauptsächlich auf ihre eigenen militärischen und wirtschaftlichen Ressourcen angewiesen. An der makroökonomischen Front führte dies zu starken Spannungen und Herausforderungen. Das ausufernde Haushaltsdefizit musste hauptsächlich von der NBU finanziert werden, was zu Inflationsdruck und dem Risiko einer Zahlungsbilanzkrise führte. Glücklicherweise hat sich seit der zweiten Hälfte des Jahres 2022 der Fluss ausländischer Finanzhilfe intensiviert und ist regelmäßiger und vorhersehbarer geworden, ähnlich wie bei der Militärhilfe. Dadurch konnten die Bruttowährungsreserven erhöht, der Devisenmarkt beruhigt, der Wechselkurs und der Haushalt stabilisiert und einige Devisen- und Bankenbeschränkungen gelockert werden. Zitat Ende. Kurz gesagt, die Wirtschaft der Ukraine spiegelt die Umstände wider, unter denen sie sich befindet. Dennoch gibt es positive Anzeichen, die Hoffnung für die Zukunft geben. Trotzdem bleibt eine Variable entscheidend für das Schicksal des Landes: wann und wie der Krieg enden wird. Diese Variable war der Ausgangspunkt für die Autoren des Berichts des Ukrainischen Instituts für Zukunft, die zwei Szenarien, ein positives und ein negatives, für die ukrainische Wirtschaft im kommenden Jahr vorstellten. Beginnen wir mit dem negativen Szenario. Darin wird davon ausgegangen, dass die Feindseligkeiten fortgesetzt werden, ihre aktive Phase aber Anfang 2024 enden wird. Es wird davon ausgegangen, dass ein Waffenstillstand geschlossen wird, der später durch Angriffe auf kritische Infrastrukturen oder Zivilisten gebrochen wird. Die Aufhebung des Kriegsrechts, die nach dem hier erörterten Szenario in einer solchen Situation erfolgen würde, würde zu einer Massenauswanderung junger Männer führen. Der Arbeitsmarkt wird eine drastische Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften erleben, die er nicht befriedigen kann. Die Industrie wird sich auf die Produktion für das Militär konzentrieren, während andere Sektoren unter chronischem Mangel an Finanzen, Arbeitskräften oder Investitionen leiden werden. Das Vertrauen ausländischer Investoren wird aufgrund weiterer Terroranschläge des Kremls sehr gering bleiben. Andererseits wird die Ukraine, wenn es keine territoriale Veränderung gibt, weiterhin stark vom Meer abgeschnitten sein und der Seeverkehr wird aufgrund der verminten Häfen sehr teuer und riskant bleiben. Im Negativszenario gehen die Autoren auch davon aus, dass die westliche Hilfe allmählich verschwindet. Infolgedessen wird die Wirtschaft in zunehmendes Elend versinken, was zusammen mit der Pattsituation an der Front zu sozialer Unzufriedenheit und sogar zu Protesten führen wird. Sollte die Welt zur gleichen Zeit von einer Wirtschaftskrise heimgesucht werden, wäre die Ukraine für deren Auswirkungen nur noch anfälliger. Das positive Szenario hingegen beinhaltet die Befreiung der besetzten Gebiete. Dies würde natürlich zu einer Wiederherstellung des verlorenen Wachstums in diesen Gebieten und zur Entwicklung von maritimen Exportmöglichkeiten führen. Das Szenario geht davon aus, dass weiterhin umfangreiche ausländische Finanzhilfen in Höhe von mehr als 30 Milliarden Dollar pro Jahr bereitgestellt würden.
Erhebliche Investitionen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbauprojekt der Ukraine würden ebenfalls zum Wachstum beitragen. Dies wiederum würde Hunderttausende von Arbeitsplätzen schaffen und die Rückkehr von Millionen von Migranten fördern. In diesem Szenario würde die Wirtschaft mit einer Rate von bis zu 10-15% des BIP pro Jahr wachsen und die Nachkriegslücke schnell schließen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Autoren des Berichts die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios als gering einschätzen. Ausgehend von all dem ist es jedoch unerlässlich, ein paar Schritte zurückzutreten und das Thema aus einer breiteren Perspektive zu betrachten. Der Verlust von 30% des BIP in einem Jahr ist ein dramatisches Ergebnis, aber nominal gesehen sind es nur 50 Milliarden Dollar. Das ist relativ wenig für ein Land von der Größe der Ukraine, das sich in einem totalen Kriegszustand befindet. Schwerwiegender sind dabei die infrastrukturellen Verluste, aber selbst diese können wiederhergestellt werden, wenn man von einem optimistischen Ende des Krieges ausgeht. Das ukrainische BIP wurde vor dem Krieg auf etwa 200 Milliarden Dollar geschätzt, jetzt, nach dem Verlust von 30%, liegt es eher bei 140 bis 150 Milliarden Dollar und wird auch im weiteren Verlauf dieses Jahres auf einem ähnlichen Niveau bleiben. Das sind enorme Zahlen, die jedoch weit unter dem demografischen und geografischen Potenzial der Ukraine liegen. Selbst wenn man das Vorkriegsergebnis von 2021, das beste in der jüngeren Geschichte, zugrunde legt, ergibt sich ein BIP-Wert, der 40% unter dem der Tschechischen Republik und vergleichbar mit dem von Ungarn liegt. Dies sind Länder mit etwa ein Viertel des demografischen Potenzials der Ukraine vor dem Krieg und einem Sechstel ihres territorialen Potenzials. Damit sind wir beim Kern des Problems angelangt. Das 1991 von der Sowjetunion übernommene System, die Fortsetzung der informellen Vasalität gegenüber Moskau und, was am schlimmsten ist, die Aufrechterhaltung eines Sozialmodells, das von Korruption durchsetzt ist. All dies hat zu einem jahrelangen Prozess der Verschwendung des demografischen und territorialen Potenzials der Ukraine geführt. Wie groß ist die Verschwendung? Ein Vergleich mit Tschechien und Ungarn verdeutlicht dies gut. Theoretisch könnte die Ukraine viermal reicher sein, wenn sie in den letzten 30 Jahren ein anderes Modell verfolgt hätte. Das ukrainische Volk hat viele Male versucht, aus diesem toxischen Arrangement auszubrechen. Man denke nur an die Orange Revolution oder die Ereignisse auf dem Maidan. Aber der Widerstand des Kremls, das heißt Moskaus, war so stark, dass ein umfassender Krieg nötig war. So können wir es heute beurteilen. Da wir in diesem Video über Wirtschaft sprechen, kämpft die Ukraine darum, sich wirtschaftlich mit Ländern zu vergleichen, die ein ähnliches demografisches und territoriales Potenzial haben. Polen, obwohl territorial nur halb so groß, ist das nächstliegende Beispiel. Der IWF schätzt das BIP Polens auf 750 Milliarden Dollar im Jahr 2023. Vergleicht man den ukrainischen BIP-Verlust von 50 Milliarden US-Dollar mit diesem Betrag und rechnet noch den Verlust der Infrastruktur hinzu, so kommt man auf 6-20% des jährlichen BIP, das die Ukraine angesichts ihres Potenzials anstrebt und um das sie indirekt kämpft. Die Schlussfolgerung, die man aus dieser etwas verdrehten Argumentation ziehen kann, ist, dass die Ukrainer in wirtschaftlicher Hinsicht für eine viel wohlhabendere Zukunft kämpfen, als sie sie gehabt hätten, wenn sie unter dem Dach der Russischen Föderation geblieben wären. Eine wohlhabendere Zukunft insofern, als dass die gegenwärtigen Verluste, Verluste beim BIP und sogar der Infrastruktur, nominal gesehen leicht wieder aufgeholt werden können. Vor allem in Anbetracht der zinsgünstigen Darlehen oder sogar Subventionen für den Wiederaufbau, der Reparationen aus Moskau und vor allem der jahrzehntelangen Arbeit unter einem viel effizienteren System als dem von den Sowjets geerbten. Doch für diese Zukunft, für die die Ukrainer heute in den Schützengräben stehen, müssen zwei Kriterien erfüllt sein, um Wirklichkeit zu werden. Erstens, und das ist das Offensichtlichste, braucht es einen unbestrittenen Sieg an der Front, die Rückgewinnung des verlorenen Territoriums und die Entschädigung des Aggressors. Ebenso wichtig ist jedoch ein Mentalitätswandel in der ukrainischen Gesellschaft, um die allgegenwärtige Korruption, Vetternwirtschaft und Oligarchie auszumerzen, die ja genau die Merkmale der Nation sind, mit der die Ukraine kämpft, und stattdessen auf Transparenz und Leistungsprinzip zu setzen. Natürlich ist dies eine unglaublich schwierige Aufgabe und wird Jahrzehnte der Arbeit erfordern. Selenskys Regierung macht langsam Fortschritte in dieser Richtung, die eines der Kriterien für die künftige Aufnahme des Landes in die Europäische Union sind. Die Europäische Kommission stellt in ihrem Bericht Fortschritte im Justizwesen und bei der Unabhängigkeit der Medien fest. Das Anti-Oligarchie-Gesetz zum Beispiel bleibt jedoch ein Problem.
Die Schaffung von Rechtsnormen, die beispielsweise Korruption streng bestrafen, ist zwar von entscheidender Bedeutung, aber die Grundlage für die Schaffung dieses neuen Systems muss ein monumentaler Wandel in der Gesellschaft selbst sein. Dies wird letztlich über den Ausgang des laufenden Krieges entscheiden. Selbst wenn die Ukraine den Krieg an der Front gewinnt, sich aber intern nicht dramatisch verändert, werden Millionen von Ukrainern, die das Leben im Westen kennengelernt haben, nur ungern in ein System zurückkehren, das von Korruption durchsetzt ist. Gelingt dem Land jedoch ein erfolgreicher Übergang oder bewegt es sich in die richtige Richtung, dann hat es, einen positiven Ausgang an der Front vorausgesetzt, die Chance auf einen vollständigen Wiederaufbau, infrastrukturell, wirtschaftlich und sozial. Das Wiederaufbauprojekt, die Wiedergutmachung und billige Kredite werden das BIP-Wachstum ankurbeln und Hunderttausende von Arbeitsplätzen schaffen. Zusammen mit der sozialen und rechtlichen Reform wird dies Millionen von Migranten davon überzeugen, zurückzukehren und ihr Heimatland wieder aufzubauen. Das ist die wahre Definition eines Sieges. Gleichzeitig ist dies die schwierigste Aufgabe, die man sich vorstellen kann, und die jungen Ukrainer kämpfen heute für nichts Geringeres als für ihre Kinder. Der Krieg ist daher die größte Tragödie in der Geschichte der Ukraine, aber er ist auch die größte Chance für eine bessere Zukunft.